Die hohlen Hügel begrüßen uns heute, denn wir starten direkt im Drachenkopftal. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir hier so sehen werden. Ich weiß ja schon, dass wir insgesamt 6 Schatztruhen hier finden sollen. Und erst einmal muss ich den Stil wieder abändern. Heute wollen wir mal den Rettungsschwimmer geben. Das sieht Schafel auch ein bisschen ähnlicher als sonst. Und wir nehmen zudem eine andere Spur mit rein. Nämlich die Farben. Wunderschön. Oh ja. So können wir hier das Level gleich viel, viel besser bestreiten. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich glaube, Geheimniskrämer nehme ich gleich auch nochmal raus. Das wollte ich beim letzten Mal schon ändern, habe ich aber irgendwie vergessen. Wir nehmen wieder Dickschädel. Diese Gegner machen uns mehr zu schaffen. Und was seid ihr denn für welche? Vögel mit viel zu großen Beinen. Die können wir aber schön runterkürzen. Naja. So, die Bäume gehen auch platt. Da ist mal wieder ein Steinchen. Also dieser Gegnertyp, der hat mich gerade schon ein bisschen überrumpelt. Den fand ich aber auch sehr witzig designt. Schön, dass sie sowas hier reinbringen. Ein paar Beeren, das ist schon mal gut. Die können wir gleich an den hier verfüttern. Dann schauen wir uns links direkt mal um. Ich sehe da oben ein paar Stacheln. Ich sehe aber auch die Möglichkeit, nach hinten zu gehen. Wir haben aber noch keine Bombe, um das aufzusprengen. Wird sich sicher sehr schnell ins Gegenteil umkehren. So, was haben wir hier? Okay, soweit noch nichts. Ich sehe da oben eine Bombe. Dafür brauchen wir aber erst einmal noch weitere, ja, Beeren. Gut, gut. Gehen wir hier entlang. Feuer, das macht sich immer gut. Ich habe nämlich gar keine Lust, hier so häufig in die Stacheln zu rennen. Das tut mir ein bisschen leid für diesen Vogel, aber der wird jetzt gebraten mit meinem brennenden Schwert. Und tatsächlich, sein ganzes Gefieder am Ende. Oh weh. Das ist schon ein bisschen gemein. So, die andere Seite ebenso, damit wir auch da die Beeren mitnehmen können. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ah. Ich wollte noch wegrennen. Egal. Naja, diese Stacheln müssen wir jetzt nicht unbedingt noch verbrennen. Auch wenn das der Vollständigkeit halber natürlich immer in meinem Element läge. So, diese komische Statue. Da weiß ich nicht, ob wir irgendwas damit anstellen können. Ich werde mal eine Bombe auch zu denen bringen. Ja, die können wir damit auch vernichten. Das ist schon mal interessant. Die Frage ist halt auch da mal wieder, ob sich irgendwelche Schatztruhen darunter verbergen könnten. Das weiß ich einfach nicht. Gut, wir haben hier auch keine weitere Statue gehabt. Am Anfang halt noch, ne? Schauen wir uns mal ein bisschen um, bevor wir hier weitergehen. Ja, hier sind ja noch Steine gewesen. Also ich nehme mal an, dass diese Statuen jetzt eben unser Äquivalent zu den Felsen sind. Daher schaue ich mir nur noch einmal kurz alles genauer an. Sieht aber nicht so aus, als ob wir irgendwas verpasst hätten. Hier hinten halt, da brauchen wir auf jeden Fall die Bombe. Aber das ist ja eh klar. Deswegen haben wir den ganzen Spaß ja überhaupt erst gemacht. Schwertchen ist wieder ganz kurz geworden. Aber eine Truhe wartet als Entschädigung. Sehr schön. Da
Da hat sich Dickschädel auch schon mal gelohnt. Wundervoll. Bären, Bären, Bären. Diesmal für ein Feuer. Ach, du kleiner, mieser Drecksack. Die können sich mittlerweile als kleine Büsche tarnen. Und das ist natürlich fies. Darauf achte ich ja nicht immer. Okay, auch hier wieder eine Truhe. Nee, eine Statue. Da bin ich ja ganz optimal entlang gekommen. Eine weitere Beere. Ja, wir brauchen hier unbedingt das Feuer. Das nervt sonst zu sehr. Also auf beiden Seiten. Ich will auch da hinten rechts nochmal kurz gucken. Obwohl, nee, da gibt es ja gar nichts weiter, oder? Hier waren wir ja überall. Okay. Dann nach oben rechts. Und wir können uns gleich nach oben begeben, nachdem wir ein paar Beeren gerüstet haben. Eine Truhe irgendwo auf der rechten Seite. Hoffen wir mal, dass wir da ganz schnell hinkommen. Der erste Levelball ist unser. Und ich sehe da irgendwie einen Weg nach oben links, der aber in eine Schlucht führt. Da kommen wir wohl gerade nicht einfach so hin. Womöglich kriegen wir jetzt bald mit einer neuen Gameplay-Mechanik zu tun. Da ist schon mal der Ausgang. Ja, ja, ja. Da dürften wir zu der Truhe kommen. Ach nee, doch nicht. Die ist noch ein bisschen weiter versteckt. Na gut. Bah. Irgendwie drücke ich häufiger mal die Leertaste und dann ist das ein bisschen irritierend. Das Ergebnis. Wenn man es halt nicht machen wollte. Okay. Auch die Vögel schon wieder. Die mag ich nicht. Diesmal bin ich in das Gift gelatscht. Prima. Weg mit dir. Weg mit dir. Das hier ist doch ein Pfeil, oder? Ah. Ich denke schon. Es sieht halt direkt aus wie ein Pfeil. Ich weiß aber nicht, ob das der ganz reguläre Verlauf ist oder ob ich damit zu einem Secret komme. Ich schaue mich erst einmal um. Ich habe nämlich noch nicht den Eindruck, dass ich mich hier gut genug umgesehen habe. Und ich muss sagen, heute ist das Spiel mal ein Ticken knackiger. Einfach, weil ich auch nicht so aufmerksam spiele. Okay, wir gehen einmal rüber. Ja, da ist wieder nur der Levelball. Ich habe... Naja, klar. Ich brauche natürlich die Levelbälle. Ist eh klar. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich gerade eine Schatztruhe verpasst haben könnte. Deswegen muss ich da bald mal wieder zurück. Geh weg. Die Vögel mag ich echt gar nicht hier. Nee, das ist nicht gut. Da muss ich nochmal runter. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich komme da jetzt überhaupt nochmal hin.
Jetzt verfolgt mich dieser elende Vogel auch noch. Ich glaube ja wohl, es hackt. Und der kann ja auch weiter nach oben fliegen. Ich meine, das macht Sinn. Aber dass der mich wirklich auch verfolgt, damit habe ich nicht gerechnet. So viel dazu. Mann, Mann, Mann. Nee, 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 ich muss da noch irgendwo anders hin. Und es gibt mal wieder eine Arena. Hoffentlich nicht mit Vögeln. Nee, immerhin. Davon werde ich verschont. Das ist super. Ich bin aber auch nicht gut heute. Ah, da sind ja noch diese Schleuderdinger irgendwo. Okay. Die brauche ich glücklicherweise gar nicht treffen. Aber ich habe noch eine Truhe verpasst. Ich muss da irgendwie einen Weg runterfinden. Ich glaube aber, dass ich eh später nochmal nach unten muss. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, wenn ich jetzt hier oben bin. Ja, ja. Ist okay. Weil ich möchte es eigentlich vermeiden, mehrmals ein Level spielen zu müssen. Aber wenn ich eine Truhe in einem regulären Level nicht finde, dann werde ich das Level auch definitiv nochmal spielen und euch das reinschneiden. So, wir gehen hier hoch. Ich nehme an, der letzte Levelball. Ja. Auch ein Herzchen und eine weitere Truhe. Schön, schön. Neuer passiver Talisman. Energieschub. Aktive und passive Fähigkeiten regenerieren sich schneller und das Feuer dauert länger auf der Klinge. Ja, können wir mal nehmen. Weiß ich gar nicht, ob es uns so viel bringt. Aber wir gehen nun natürlich auch runter. Die Frage ist, ob man diesen Talisman irgendwann auch braucht, um diverse Geheimnisse und Truhen überhaupt freischalten zu können. Wäre durchaus möglich, dass man irgendwann mehr Feuer braucht. Nicht angreifen! Eine Wilde! Schafel, versteck dich! Sie gehört dem Wildnisvolk an. Ganz ruhig, friedlich, habe Knöpfe hier. Seht ihr? Nicht angreifen, bitte. Moment, du bist mit deinen Kindern hier. Ja, bitte. Wir Heimat verloren, jetzt verirrt. Das hier jetzt unser Zuhause. Verirrt? Aber das Wildnisvolk wollte unser Land doch erobern. Nein, wir zornige Königin angegriffen, aber dann Kreaturen kamen. Haben alles übernommen. Jetzt wir verirrt. Zornig? Die Königin ist die gütigste Herrscherin, die je über dieses Königinnenreich regiert hat. Königin unser Land jeden Tag getötet. Sie zornig, wir uns gewehrt und jetzt wir verirrt. Warte, willst du damit sagen, dass das Wildnisvolk nie das Königinnenreich erobern wollte? So langsam hab ich den Dreh raus. Bitte. Nicht angreifen. Wir wollten dir keine Angst einjagen. Komm, Schafel, wir müssen weiter. Nettes Schwert. Danke. Okay, das heißt, die Geschichte nimmt eine kleine Wendung an. Hat die Königin womöglich etwas Schlimmes vor? Wir werden es irgendwann herausfinden. Davon gehe ich mal aus. Aber wir müssen erst einmal unseren Weg hier weiter durchführen. Da ist wieder eine Truhe. Aber ist das die Truhe, die mir noch fehlt? Da bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir fast sicher, dass da noch eine war. Diesmal werde ich Geheimniskrämer ausrüsten. Ja, 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 ja. Da macht es auch mal Sinn, dass ich den hier habe. Okay, probieren wir da nochmal hinzukommen an diese Stelle. Irgendwie muss ich da ja rüberkommen. Ich hasse diese Vögel. Ich hasse sie. So, so sehr. Mmh.
Vielleicht muss das Schwert halt lang genug werden. Um direkt von hier daran zu kommen. Oder so. Oder wenn das Schwert lang genug wird und man einfach nur die Schatztruhe angreift. Obwohl, nee, das ist auch bescheuert. So, geh weg. Jetzt käme ich ja fast dran, aber eben nur fast. Ah, doch. Es geht, es geht, es geht. Ja, ja, ja. Seht ihr, mit ein bisschen Geduld klappt auch das. Genau, jetzt haben wir den Dreh raus. Super. Neue Spur, die Sommerspur. Hinterlasse eine Spur aus allem, was am Sommer schön ist. Sonnige Tage und Vergnügen. Rüsten wir aus und werden wir auch im nächsten Level noch weiter nutzen. Wir müssen eh dann wieder einen neuen Stil für Schafeln wählen. Und och, da ist eine Sonne. Das ist aber schön. So, komm. Ich möchte hier gerne raus. Man kann sich also schon mal vorstellen oder irgendwie wenigstens im Hinterkopf behalten, dass sobald irgendwelche Stellen sind, wo die sich regenerieren können oder wo die sehr viel respawnen, das wird schon einen Grund haben. Häufig eben irgendwelche Geheimnisse. So, wie komme ich da jetzt aber wieder zurück? Ach so. Vielleicht auf dem ganz regulären Wege, oder? Oder wäre es einfacher gegangen? Ich glaube schon, aber egal. Wir sehen jetzt hier nochmal dasselbe Level. Rüber da. Schnell zum Ausgang. Dann können wir es uns auch endlich beim nächsten Level gemütlich machen. Ach nee, da muss ich runter, ne? Ja, 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 ja. Orientierungssinn, lass mich nicht vollends im Stich. Das wäre super. So. Ach nee, die habe ich ja schon. Ich dachte gerade, was? Habe ich noch eine vergessen? Nein. Das wäre ja schlimm gewesen, so eine offensichtliche. Drachenkopftal abgeschlossen. Alle 6 Truhen wurden gefunden. Oha, es gibt eine neue Herausforderung jetzt schon. Die gucken wir uns gleich an, aber erst einmal reden wir mit der Krämerin. Hallo, meine Lieben. Es gibt da etwas, das ich euch fragen möchte. Würdet ihr mir bei einer wichtigen Angelegenheit helfen? Wichtiger als die Rettung des Königinnenreichs? Oh, jetzt sei nicht so ein Wichtigtuer. Ich habe da eine Truhe, die ich alleine nicht schleppen kann. Sie ist wirklich schwer, wisst ihr? Und voller tollem Zeug. Wenn das so ist, dann helfen wir gern. Schwere Last. Lieferquest. Finde den angeforderten Gegenstand und bring ihn zu seinem Besitzer. Der Gegenstand geht kaputt, wenn du ihn gegen Steine oder andere Objekte schmetterst. Dann musst du ihn erneut einsammeln. Okay. Also, erst einmal nach oben. Vielleicht können wir uns den Weg ja irgendwie ein bisschen erleichtern. Aber mal sehen. Dass man quasi das vorbereitet und erst einmal Monster und ähnliches direkt beseitigt. Ich komme da nicht mehr nach unten. Das ist schlecht. Ha, das muss die gesuchte Truhe sein. Das mag sein. Aber bevor wir da hingehen, werde ich mich erst einmal umsehen. Weil wir haben hier eine kleine Kanone. Und ich frage mich, warum.
Kann ich diese Truhe oder was das da auch immer ist, einfach da reingeben und sie damit runterbringen? Vermutlich soll ich das sogar. Ja gut, aber dann ist es ja auch nicht mehr so schwer, oder? Guter Schuss. Danke. Dann verstehe ich die Aufgabe aber noch nicht ganz. Vielleicht ist es aber auch die erste von einem bestimmten Quest-Typ. Weil da stand ja auch Lieferquest drauf. Okay, der Vogel. Ja, ja, ja. War ja eh klar, dass der wiederkommen muss. Okay. Ich habe das Gefühl, dass die immer ja aus den Eiern schlüpfen. Und wenn ich prinzipiell schnell genug wäre, dann könnte ich die vielleicht verhindern, dass die überhaupt auftreten. Wenn die nicht schlüpfen, dann gibt es vielleicht Kohle oder so. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt stimmt. Es kann auch sein, dass die einfach immer vordefiniert sind und rauskommen, egal ob ich nur raufschlage oder nicht. So. Schöne, schicken Nuggets hier bitte. Wir gucken uns hier noch einmal um. Tja, wo soll das aber jetzt hin? Ach so, das ist wirklich nur das Level wieder. Das haben wir schon mal gespielt. Ach, eben gerade vermutlich, ne? Okay. Also, dann rein mit dir. Tadellos. Dann darüber. Das Bäumchen kaputt hacken. Jo, jo, jo. Aber ich glaube, damit ist diese Quest auch schon wieder bestanden, sobald wir zur Krämerin gehen mit der Truhe. Das war jetzt nicht so wild. Da kommt sicher noch was anderes später auf uns zu. Sieh nur, Krämerin, wir sind die Besten. Wir bekommen dafür einmal den Lebenstrank wieder, aber auch den magischen Stoff. Ein Stück Stoff mit magischen Eigenschaften. Einführung, Stile. Aus den Materialien, die du sammelst, stellt die Krämerin neue Stile her. Sobald eine hergestellt wurde, kannst du dich im Pausenmenü damit ausrüsten. Korrekt. Wir können nun nämlich endlich den Stil Zauberer kaufen, weil wir haben jetzt diesen magischen Stoff gefunden und nun ein magisches Outfit passend zu einem magischen Schwert. Wunderbar. Gut, dann bekommt er diesen Stil auch gleich mal ausgerüstet. Wobei, wir haben noch Strandbesucher vor uns. Das nehmen wir erstmal. Dann auch wieder ändern. Wir wollen Schwertchen diesmal den Energieschub geben. Und deswegen, wegen den Talisman, gehen wir auch zu Schmieden. Energieschub wird aufgestuft auf die höchste Stufe. Und damit sind wir hier auch schon wieder durch. Ja. Wunderbar, aber er hat mal wieder eine neue Herausforderung für uns. Wie es scheint. Herausforderung 5. Führe das Schaf. Aber wo ist das Schaf denn überhaupt? Ich sehe es noch gar nicht. Wenn ich auch nur in die Nähe des Schafs komme, flieht es wahrscheinlich. Ach so, wir sollen es weiter nach oben bringen. Und dafür sorgen, dass es nicht wieder zurückgeht. Ja, ja, ja. Die Frage ist, kann ich hier irgendwo noch was finden? Nee, scheinbar nicht. Und ich soll sicher, ganz, ganz sicher auch aufpassen, dass ich das Schaf nicht versehentlich irgendwie, ja, naja, eliminiere. Ja. Ja, so weit, so gut. Aber ich weiß ja schon, habe ich ja in dem Vorschaubild gesehen, dass es am Ende auch noch eine Stelle geben wird mit sehr, sehr vielen Stacheln.
Die Frage ist, ob die das Schaf überhaupt irgendwie interessiert. Ja, nochmal spielen. Gut. Also scheinbar kann das Schaf nicht durch die Stacheln irgendwie Schaden nehmen. Das ist natürlich für uns super. Wir brauchen erst einmal einen Weg da überhaupt hin. Deswegen diese Rüben erledigen. Dann gehen wir wieder runter. Und versuchen, das Schaf da irgendwie hinzubringen. Bleib da oben. Ja. Wenn du jetzt noch nach rechts gehen würdest, wäre das super. Dezent nervig, das gute Vieh. Ja, geh dahin. Geh dahin. Na gut, das hat am Ende noch besser gepasst als erwartet. Wenn ich das Schaf jetzt noch aus Versehen umbringe, dann bin ich innerlich auch tot. Ja, das war eine Herausforderung für meine Nerven. Gut, wir sind damit aber auch mit allen Sachen, die neu erschienen sind, hier durch. Und deswegen gehen wir noch in das nächste Level rein. Hörwahrhöhen. Jetzt habe ich aber gar nicht geguckt, wie viele Truhen es hier gibt. Waren das 5? Ich hoffe mal, es waren 5. Ich werde mich hier umschauen, im schlimmsten Falle dann eben nachschneiden, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Vielleicht kann ich auch mal Geheimniskrämer wieder reinnehmen. Ist auch okay. Da habe ich gesagt, dass das vielleicht eine nutzlose Fähigkeit ist, die vielleicht auch nutzlos wäre, wenn ich ein bisschen aufmerksamer heute wäre. Aber ich hatte einfach noch nicht genügend Kaffee. Und wenn ich hier in die Wirrwarrhöhen gehe, wer weiß, wie verwirrend das hier noch wird. So, weg mit euch. So. Da haben wir eine Bombe. Die können wir auch direkt mal nutzen. Ich glaube aber, wir brauchen noch eine, oder? Wie kommen wir denn an die andere Sache ran? Wir brauchen hier ja auch wieder eine Bombe. Ach so, der dreht sich automatisch. Das habe ich nicht gesehen. Wieder mal nicht aufgepasst. Ja gut, es sind Höhen. Es sind Höhen. Ach so. Wenn er unten ist, muss ich dem das geben, weil er sich dann weiter dreht. Okay. Ja, gut. Ja, sehr, sehr gnädig gewesen mit mir. Sehr schön. Also, wenn er so in der Mitte ist und gerade nach oben geht, da kann man die Bombe dann reingeben. Okay, weiter geht es. Ja, ja, dich habe ich schon früh genug gesehen, dass du hier etwas Böses planst. Wir nehmen auch mal wieder eine neue Spur. Die wollen wir ja allesamt sehen. Und diesmal wird es die Rauchspur. Wir brauchen wieder ein paar Bomben. Die Frage ist nur, wo es welche gäbe. Scheinbar da oben, weil hier komme ich nicht weiter. An beiden Seiten nicht. Ja, wir brauchen insgesamt 3-mal eine Bombe. Mal sehen. Nummer 1 hat schon mal gut geklappt. Das nicht.
Jetzt aber die Mitte. Ich will immer noch an die Truhe ran. Ich finde es aber echt schwer abzuschätzen. Das kann sich noch nur um ein paar Stunden handeln hier. Okay, super. Runter. Zwei Truhen sehe ich hier. Einmal die offensichtliche, aber auch da hinten. Da ist auch noch eine. Du kleiner, mieser Drecksack, ey. Viel, viel Kohle, das ist schön, aber wir haben eigentlich genügend Münzen. Egal, wir wollen hier alles sehen, was geht. Das ist noch eine Rübe gewesen, aber okay. Die ignoriere ich mal ganz gescheit. Und ist das hier ein Drache? Ja. Neue Mechanik, okay. Aber eigentlich nur ein neuer Weg, um eine bereits bekannte zu inszenieren. Bisher. Ein Levelball. Natürlich. So kommen wir da auch wieder hin. Ganz viele Stacheln. Das ist aber ein enorm langer Weg, nur um jetzt irgendwie ein Feuer zu holen. Ja, weil es eben auch gar nicht so einfach geht. Na gut. Also zwei Beeren bräuchten wir. Eine ist oben links. Wir gucken uns erstmal hier um, ob hier eh noch eine ist. Wer ist da denn? Was willst du hier, Blödian? Hey, beruhig dich, Junge. Du redest so schnell wie... Das Schwert spricht. Heiliger Flimflam, es hat ein sprechendes Schwert gefunden. Hey, Junge, atmen. Kein Grund, so ungestüm zu sein. Es rennt. Es ist schnellster Läufer im Königinnenreich. Hat dein Freund flinke Füße? Ich, weiß es nicht. Meint er mit es sich selbst? Es ist Bobby. Willst du auch toller Läufer sein? Was für ein merkwürdiger Junge. Neuer Freund Bobby. Ein hyperaktives Kind, das zum Laufen geboren wurde und den ganzen Tag versucht, seine Rekorde zu brechen. 3, 2, 1, los! Neue Fähigkeit. Flinke Füße. Erhöht vorübergehend dein Tempo. Ja, rüsten wir mal aus. Ah, super. Damit haben wir genau dieselbe Fähigkeit wie schon in dem Minispiel Halbgar, dass wir einfach mal schneller laufen können. Das ist super. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Bobby dann ebenfalls ein Minispiel so rund um Geschwindigkeit geben wird. Aber gucken wir mal. Erstmal rüberschießen. Dann brauchen wir noch eine Bombe oder so. Wir müssen ja auch hier irgendwie rankommen. Naja, alles zu seiner Zeit. Die erste Beere ist hier. Bitte sehr. Dann kommt die nächste. Super. Das hat optimal funktioniert diesmal. Da freue ich mich. Dann können wir die Beere auch noch hinbringen. Und wieder rüberspringen. Ja, ich hätte sie ein bisschen besser platzieren können, aber egal. Hauptsache, sie ist auf der richtigen Seite angekommen. Lecker, lecker. Kleiner Nachtisch. Und wir rennen, rennen, rennen. Haben wir hier noch irgendetwas übersehen? Scheinbar nicht. Das sieht gut aus. Ein paar Beeren rösten, einen Drachen töten. Und ich glaube,
Dann haben wir auch ganz sicher einen Drachen als Miniboss in diesem Levelbereich. Aber zu dem kommen wir ja eh erst im nächsten Part. So, oben rechts soll noch ein Schatz sein. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Geheimniskrämer. Wobei ich sagen muss, der Nebel hat schon ein bisschen verraten. Ich finde es halt dann nützlich, wenn man sich denkt, okay, ich weiß prinzipiell, dass ich einen übersehen haben muss. Aber bisher gab es noch keine Stelle, wo ich so komplett nicht einmal gemerkt hätte, dass es diese Truhe nicht gibt. Kann aber noch kommen. Kann noch kommen. Daher will ich da nicht zu voreilig sein. Wir sind ja auch erst in der zweiten Welt. Und wenn ich das richtig sehe, dann würde ich denken, also anhand der Karte einfach mal betrachtet, da sieht man ja dieses Vorschaubild in dem Menü, dass wir vermutlich 4 Welten haben. Also ist das Spiel gar nicht mal so lang, aber mit diesen ganzen Herausforderungsgedöns und so, da kann das ein bisschen länger werden. Bild ich mir das ein oder wirst du immer besser? Ich hoffe doch. Das wäre schön, wenn es wahr ist. Stimmt. Wir werden immer besser. Auch das. Komplett richtig. So, rüber da. Dann bin ich schon mal sehr gespannt, was denn beim nächsten Mal so passieren wird. Dann haben wir wieder einen Boss und wir werden ganz sicher einige Sachen hier freischalten. Okay, wir müssen auch hier wohl rüber. Da ist wieder eine Kampfarena. Na dann kommt. Lasst euch nicht so lange bitten. Ah! Diesmal muss ich auch mit den Bomben unbedingt interagieren, damit ich überhaupt die anderen platt machen kann. Okay. Denke ich jedenfalls. Wie soll ich denn sonst an die rankommen? Ja genau, hier ist eine Bombe. Da sind ja nicht so viele. Das ist schon in Ordnung. Der andere ist direkt mittig platziert. Es liegt mir einfach nicht. Es liegt mir einfach nicht. Doch, wunderbar. Oben rechts ist auch noch irgendwo ein Schatz. Den holen wir uns gleich, wenn ich hier mal weiterkommen darf. Jo, super. Ach nee, ich hätte... Ich bin so doof. Ich hätte natürlich erst einmal mir eine Bombe hier holen müssen. Nein, sag mir nicht, dass ich hier jetzt nicht wieder rüberkomme. Normalerweise drehen sich diese Dinger doch mit. Nein, das ist doof. Da muss ich nochmal hin. Da war ich zu voreilig, selber schuld. Ich weiß, aber ich ärgere mich trotzdem gerade. Naja, gut. Sei es, wie es sei. Zum Glück weiß ich da ja direkt auch schon, wo ich hin muss. Deswegen ist das nicht so wild. Aber ich finde es irgendwie ärgerlich, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass eine Mechanik konsistent durchgezogen wird. Weil, ganz ehrlich, wir hatten das ja schon ein paar Mal mit diesen Drachendingern, dass die sich dann auch genau umgedreht verhalten wieder. Also, dass die sich umdrehen danach, wenn man damit durch war. Das finde ich dann blöd, wenn es nicht immer so ist. Aber gut, egal. Wir müssen einmal nach hinten. Auch da gibt es ein paar Felsen, die es noch aufzusprengen gilt. Und dann kommen wir hier ebenfalls noch an eine Truhe. Ja, aber wegen der anderen muss ich noch hin. Neue Spur, die Kirschblütenspur. Eine Spur, die so zauberhaft aussieht wie blühende Kirschbäume im Frühling. Wunderschön. Habe ich die jetzt auch schon ausgerüstet? Aus Versehen? Ja, aber es ist auch wirklich niedlich. Das lassen wir jetzt drin. Dann habe ich wenigstens noch einen schönen Anblick, wenn ich hier gleich nochmal rumgehe. Also.
Der Drache wird zerhäckselt. Wir gehen rüber. Und dann muss ich nochmal da hinten durch. Aber da, hier haben wir noch einen Bereich, wo wir noch nicht so richtig waren. Das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Hier ist noch ein Levelball. Und damit kommen wir dann wieder auch zu dem Ausgang direkt. Ich werde mich dann aber nochmal kurz verdünnisieren. Und auch diese andere Schatztruhe noch holen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Deutsch sprechen heute schwer. Ich finde das schon ärgerlich. Okay. Also, hier ging man nach oben. Ja, nee. Da käme ich jetzt schon zu früh hin. Das Schwert noch einmal länger machen, oder wie? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie man da hingekommen ist. Nein, verdammte Axt. Also ich habe gerade eben nochmal diese Auswege oder anderen Richtungen abgesucht und ich komme da nicht mehr zurück. Das heißt wohl, ich muss das Level beenden und dann nochmal extra an diese Stelle spielen. Das finde ich richtig schlecht. Also, daran denken, wenn ihr in diesem Areal seid, wo die Arena steht, unbedingt hier alles auch rechts kaputt sprengen, damit man die Felsen aus dem Weg hat. Und dann eben nur noch dahin gehen. So kommt man zu der Truhe. Warum man da gar nicht mehr die Möglichkeit hat, zurückzukommen, weiß ich nicht. Es lohnt sich auch nicht wirklich. Aber egal, der Vollständigkeit halber, für die lieben 100% tun wir hier doch alles. Und damit sind die Wirrwarrhöhen auch endlich mit 100% abgeschlossen. Alle 5 Truhen wurden gefunden. Neues Minispiel, Überholspur, trage ein Wettrennen mit Bobby aus. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch, denn erst beim nächsten Mal werden wir uns mit Bobby beschäftigen, mit den neuen Herausforderungen, dem neuen Minispiel und dann geht es wohl auch schon wieder in den nächsten Bosskampf. Macht es gut!